Hallöchen Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herr der Ringe Online. Wir müssen jetzt ein wenig reiten und zwar nach Esteldin zu Halbarad. Und ich muss mich schon mal entschuldigen, dass das gestern keine dafür entschuldigen oder dafür um Entschuldigung bitten. Eigentlich bittet man ja um Entschuldigung, dass gestern keine Folge gekommen ist. Das ist einfach hier so viel. Erstens war ich krank und zweitens bei 5 Projekten gleichzeitig ist halt doof, wenn man krank ist. Und Dings muss ich heute auch noch aufnehmen. Super Mario Galaxy, das wollte ich sagen. So, wir reiten einmal durch diese wunderschöne Nacht hier und es ist schon wieder Nacht. Das ist unglaublich. Immer wenn ich anfange, ist Nacht. Ist das nicht eine Scheiße so? Also, 6.53 Uhr ist jetzt nachmittags. Also 19 Uhr fast. So, gestern noch Dead Space 3 aufgenommen mit Facecam, boah. So, jetzt, das war, nee, jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen. Ich habe ja jetzt gar keine Facecam, wo ich reingucken kann. So, weil gestern mit Facecam war ja auch, boah. Alter, jetzt ist er vom Pferd runter, scheiße. Egal. So. Nee, und da war halt irgendwie, das ist doch alles ein Mist. Das hat alles nicht richtig funktioniert. Hatte ich schon vorgestern probiert, da ging das nicht. Gestern habe ich es denn hingekriegt. Heute habe ich die Folge hochgeladen. Ich hoffe, YouTube verarbeitet die auch mal richtig. Im Moment ist nur 480p verfügbar. Jetzt so kurz bevor die Folge erscheinen soll eigentlich. Danke YouTube dafür, echt. Ist ja richtig schön. Ach, so ein Dreck, ey. Nichts funktioniert irgendwie. Dead Space 3 ist irgendwie so ein Problem, Let's Play. Das ist unglaublich. So, aber Herr der Ringe Online läuft dafür ein bisschen besser, denke ich mal. Das hätte ich vielleicht jetzt nicht sagen sollen, aber okay. Wir müssen nämlich jetzt hier hinüberlaufen. Und wir sind in Anundir. Hey! Wir müssen jetzt nämlich zu Halbarad. Und dann kommen wir endlich mal ein bisschen weiter mit diesen ganzen Quests hier. Das ist ja schon wieder für Level 36, Mensch. Gibt's ja nicht. Also da ist auch so. Ja, muss immer mit Halbarad reden für alle. Ups, für alle drei davon. So, okay. Ja. So, was gibt's zu erzählen? Dead Space 3, mit Facecam. Ich hoffe, ich sehe nicht so scheiße aus. Nee, weiß ich nicht. Ach ja. Oh, ist das schön hier irgendwie. Ja, es ist echt nicht schlecht hier. Hier möchte ich leben. Echt. Hier im Sentimental. Hihihi. Nein. Aber das ist echt wunderschön hier einfach. Das kannst du nicht anders sagen. So. Ja, und mein Husten ist eigentlich auch schon fast weg. Also das ist schon ganz okay. Ich muss zwar mal alle halbe Stunde oder so vielleicht mal husten zwischendurch, aber sonst geht's eigentlich. Ja. Was gibt's noch zu erzählen? Jetzt während der Reise hier. DHL hat immer noch nicht mein Ladekabel fürs iPhone geliefert. Da bin ich echt geliefert, wenn die das nicht bald liefern. Hahaha. Nee, jetzt mal ernsthaft, das liegt seit dem 27.03. im Zielpaketzentrum. Nicht weit entfernt von hier eigentlich. Die haben es bisher noch einfach nicht zugestellt. Aus irgendeinem Grund. Und die sind ja zwischendurch sogar mehrmals vorbeigekommen. Oder mindestens einmal sind sie vorbeigekommen, um was anderes zu liefern. Nur das Kabel nicht. Ganz toll. So, übrigens auch die neue Festplatte, auf der ich jetzt aufnehme. Die übrigens auch nicht viel schneller ist als meine alte. Eigentlich überhaupt nicht schneller irgendwie. Die ist genauso langsam. Naja. Also langsam nicht, aber die soll angeblich soll die ganz schnell sein. Aber eigentlich ist sie das nicht. Reicht aber locker aus für das Let's Play hier. Von daher, ne, sehe ich auch gerade hier 30 FPS dauerhaft als Aufnahmedings und 60 FPS hier im Spiel. Übrigens, das Spiel könnte echt ein bisschen Grafikupdate vertragen. Ich meine, ich habe hier dauerhaft 60 FPS, ja. Also da kann ruhig noch ein bisschen mehr an der Grafik getan werden, dass man hier nicht, vor allem ich habe ja keine so gute Grafikkarte jetzt. Ne? Also wäre schon toll, wenn ich ein bisschen mehr also nicht ein bisschen mehr FPS, sondern ein bisschen mehr Grafikqualität hätte und dafür vielleicht 40 FPS oder so. Dann reicht ja immer noch.
Und 60 FPS habe ich wahrscheinlich auch nur wegen dem wegen der vertikalen Synchronisation. Da oben steht ein Wachposten. Wie kommt der da hoch? Also hier oben, da drauf. Gute Frage. Nächste Frage. Was ich auch nachts immer machen könnte, oder nachts nicht, aber den ganzen Tag eigentlich machen könnte, sind die ganzen Fragen von den Leuten auf gutefrage.net zu lesen. Da sind Sachen bei, da fragst du dich echt, Leute, warum googelt ihr nicht mal, weißt du? Also einfach mal googeln, die Sachen, dann findest du das raus in ein paar Sekunden. Ja. Ja gut, manche haben auch wirklich ernsthafte Probleme. Also denen sollte man dann wirklich schon helfen. Aber einige Fragen, da kannst du dir nur den Kopf fassen. So, hier müssen wir rein. So. Ich befürchte, dass die Streitkräfte von Angmar bald die Nordhöhen überwältigen und danach das ganze Eriador. Oh nein. Okay, fangen wir an mit Kapitel 4. Was kann ich für euch tun? Ah, die Zwerge. Gut. Oh, das sind richtig gute Neuigkeiten. Wenn die Zwerge uns beistehen, dann sind unsere Chancen viel besser, dass wir den Kampf gegen Angmar eine Wendung, dem Kampf gegen Angmar eine Wendung geben können. Tagador, ihr habt euch heute gut geschlagen. Wirklich sehr gut. Okay, nächste Quest. Kapitel Was kann 5. ich für euch tun? Das sind doppelt gute Nachrichten. Der Uruk-Trukhort ist tot und die Elben werden am Rat teilnehmen. Das habt ihr sehr gut gemacht. Denn durch die Macht der Elben erhalten wir wichtige Verstärkung. Ich bin euch zu tiefem Dank verpflichtet. Was Und benötigt ihr? ich freue mich, euch wiederzusehen. Hab Dank für eure Hilfe in diesem Kampf. Ohne euch und eure Gefährten wäre ich genauso wie Schragen gefallen. Es ist doch gut zu wissen, dass Nelly Boskens am Rat teilnehmen wird. Sie ist eine gute und starke Frau. Und sie und ihre Leute sind mir in dem Kampf, der vor uns steht, sehr willkommen. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Oh, hey, er schickt mich nach Bruchtal, juhu. Während ich auf die Ankunft derjenigen warte, die zum Rat kommen wollen, möchte ich euch noch um einen letzten Gefallen bitten. Wir müssen meinem Anführer Aragorn berichten, was hier geschehen ist. Ich möchte auch um seinen Rat bitten, da ich mich in einer ungewohnten Situation befinde. Aragorn war immer derjenige, der uns geführt hat, der organisiert und uns auch inspiriert hat. Wenn die Aufgabe, um die er sich im Moment kümmert, nur nicht so viel wichtiger wäre, dann wäre er sicher hier. Doch das ist um... Oh, da ist noch jemand gekommen. Doch das ist im Moment nicht zu ändern. Aragorn sollte inzwischen in Bruchtal in den Trollhöhen eingetroffen sein. Ihr habt einen weiten Ritt vor euch, aber Aragorn muss unbedingt unterrichtet werden. Ihr findet ihn in einer der Unterkünfte entlang der Straße, die sich in den südlichen Hang des Tals von Imladris hinaufschlängelt. Was? Entlang der Straße, die sich. Ach so. In einer der Unterkünfte entlang der Straße, die sich in den südlichen. Die sich den südlichen Hang des Tals von Imladris hinaufschlängelt. So, kannst du nicht mehr lesen. Das ist ja schlimm. Okay, dann würde ich sagen, das war für Level 37, aber wir gehen einfach mal nach Bruchtal. Endlich Elben sehen. Nicht, dass ich selber einer wäre. Aber trotzdem. Von wo komme ich eigentlich? Weiß ich gerade gar nicht. Was hatte ich denn als Herkunft gewählt? Steht das hier irgendwo? Erdgeboren, Freund der Eglein, ganz B-bekannt, schneller Pfeil, bezwingert hat. Wo sind die Titel? Ah, ach, ich komme sogar aus Bruchtal. Ach, stimmt, ja, genau. Ja, boah, ist das ewig her, dass ich den Charakter erstellt habe. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. So, dann einmal, warte. Bevor wir das machen, hier gibt es doch bestimmt noch was zu tun. Warte mal. Oder wollen wir hier noch bleiben? Was gibt's denn hier? Ne, einsame Lande, warte. Wir sind doch in Nordhöhen. Nee. Eine Bitte an die Erzsippe und mit Kallenglatt soll ich sprechen. Ach so, das ist ja Esteldin. Okay. Ach komm, Meister, ist jetzt auch egal. Wir gehen jetzt mal. Wir reiten jetzt mal. Warte, wo ist denn der Stallmeister? Ach, der war doch hier vorne bestimmt. So. Wir reiten jetzt mal nach Bree und von dort aus zur Feste Guruf. Und von dort aus müssten wir dann nach Bruchtal oder zumindest in die Trollhöhen.
Nee, du bist hier der Stallmeister. Was kann Hallöchen. Ich für euch tun? So, Vespri. Schnelle Reise ist das hoffentlich. Weiß nicht. Ja. Okay, schnelle Reise. Kann man eigentlich auch die langsame Reise auswählen? Geht das? Nee, geht nicht. Egal, machen wir mal schnelle Reise. Eigentlich müsste ich auch Evendim nochmal zeigen, weil das so wunderschön ist da. Aber Bruchteil ist auch schön. Ach Mann, die ganzen Gebiete sind schön. Er ist doch fies. In Evendim gibt es so eine geile Keiler-Quest. Die ist unglaublich. Da soll man Keiler suchen und dann gibt es aber keine Keiler. Man soll die aber auch gar nicht finden, man soll die ja nur suchen. Falls ich euch das nicht zeige, erzähle ich euch das einfach mal. Also wenn ihr die Quest habt, irgendwie, wie dass ihr Keiler suchen sollt in Evendim. Waren es Keiler? Ich glaube ja. Und ihr keine findet, liegt das daran, dass es keine gibt. Aber darum geht es auch gar nicht. Ihr sollt auch gar keine finden. Ihr sollt die ja nur suchen. Und das habt ihr ja getan, indem ihr die 30 Minuten oder wie viel das waren, einfach abwartet. Und dann könnt ihr die Quest abgeben und sagen, ich habe keine Keiler gefunden. Was ja auch stimmt, sind ja keine da. So. Ach ja. Ich bräuchte mal einen neuen Prozessorlüfter. Der PC wird immer so laut. Das ist unglaublich. Echt mal. Find's lustig, dass mir jemand für meinen 500 € Prozessor so einen Mini-Lüfter für 20 Euro empfohlen hat. Der eigentlich fast kaum, also fast keine Kühlleistung hat. Ist unglaublich. Na egal. So, wir laufen jetzt einfach mal hier durch Bre. Und sehen auch schon die Sonne aufgehen, kann das sein? Nachtwache. Ah, sieht so aus, als würde die Sonne langsam aufgehen. So, wo sind wir hier? Ach, am Gefängnis. Hey. Ach cool, die Tür ist zu. Hm. Interessant, dass man selber die Gefängnistür einfach öffnen kann. Aber naja. So viel zum Thema Sicherheit. Also wenn ich jetzt Gefängnis will, dann hier in Bre. Da kann ich einfach ausbrechen. So, Stallmeister. Hallöchen. Bruchteil, können wir nicht hinreisen, weil wir haben es noch nicht... Ach, minimale Stufe 40. Na sowas. Kann ich auch im Shop freischalten, will ich aber gar nicht. Ich möchte gerne nach Feste Groove. Flieg, Schattenföll. Diesmal aber schnelle Reise wieder. So. Und da verschwinden wir einfach mal. Und tauchen wieder auf. Hier in den einsamen Landen. Und warte, ich setze mal gleich ab. Ich will ja gar nicht zur Feste Groove. Ich will nämlich schon weiterlaufen. Irgendwie gefällt mir das Let's Playen ohne Facecam besser als mit. Mit Facecam ist das so scheiße irgendwie. Ich weiß nicht. Vor allem so viel Aufwand, ey. Das glaubt ihr gar nicht. So, wollte ich nur nochmal erwähnen. Also das ist echt unglaublich. Oh, die Musik ist so schön hier. Naja, auf jeden Fall. Das ist unglaublich viel Aufwand, das Ganze zu synchronisieren. Vor allem mit den Lippen zu synchronisieren. Das ist mir nicht ganz gelungen, leider. Und dann zickt auch immer irgendwas rum nochmal und boah. Und dann noch mit Greenscreen, den ich auch irgendwie rausschneiden will, was auch nicht so richtig klappt, weil die Kamera so scheiße ist. Ach Mann, ey. Also falls irgendwer Lust hat, mir eine neue Facecam hier zu... eine neue Webcam oder sowas zu sponsern, ne, für die Facecam... Weil diese 20-Euro-Cam, die ist nicht so doll. Das wollte ich gerade mit der Maus auf die Facecam zeigen. Oh Gott, bin ich doof. Kann ich natürlich gar nicht. Die ist da oben am Bildschirmrand, über dem Bildschirm da. Ist meine Facecam. Und die, naja, ist halt nur eine 20-Euro-Webcam. Die hat ziemlich viel Bildrauschen, was natürlich scheiße ist, wenn man dann den Greenscreen rausschneiden will. Naja, es hat einigermaßen geklappt. Vor allem reicht das schon aus, um das Ganze durcheinander zu bringen, dass der Monitor einfach mal anders ist. Also, dass er einfach mal ein anderes Bild zeigt. Mal ein helles Bild, dann mal ein dunkles Bild. Reicht schon aus, um alles durcheinander zu bringen mit der Facecam. Das ist unglaublich, echt. Na gut. So, jetzt laufen wir mal weiter. Über die letzte Brücke.
Ist das wirklich die letzte Brücke, die wir überqueren? Ich weiß es nicht. Die heißt auf jeden Fall die letzte Brücke. Steht ja da, die letzte Brücke.